Hallo und herzlich willkommen bei Übergizmo. Ich bin Matthias, für euch auf der CES am Stand von Elkartel. Ich habe hier in meiner Hand das Elkartel Pixie vor 6 Zoll. Das hat, wie der Name schon sagt, ein 6 Zoll Display, nur HD-Auflösung, ein relativ günstiger Prozessor drin, das ist der Snapdragon 210. Es ist trotzdem relativ flott, das wird von 1 GB RAM unterstützt und hat 8 GB internen Speicher, den man allerdings erweitern kann. Ihr hört schon, die Specs sind jetzt irgendwie nicht so prickelnd und berauschend. Dafür ist das Teil oder wird das Teil sehr wahrscheinlich auch sehr günstig auf den Markt kommen. Also wir schätzen mal, dass der Preis deutlich unter 200 Euro liegen wird. Als Einstiegspreis, das heißt, danach wird es wahrscheinlich noch mal ein bisschen runtergehen. Und das ist dann für ein 6-Zoll-Gerät doch durchaus mal eine Ansage. Das wird auch nach Europa kommen. Ihr seht hier hinten, wir haben verschiedene Farben, die man hier auswählen kann. Und diese Hüllen, die hinten drauf sind, die kann man auch austauschen und sich neue dazu holen, wenn man das dann gerne möchte. Noch eine weitere Besonderheit. Hier vorne haben wir eine 5-Megapixel-Kamera und die wird auch noch von einem Blitz unterstützt. Also eine Frontblitzkamera, auch nicht ganz unbedingt alltäglich. Die Rückseitkamera kennt 8 Megapixel und hat auch einen kleinen Blitz. Ansonsten hat der Akku eine Größe von, ich glaube, 2100 mAh, ein bisschen mehr war es, glaube ich. Das ist natürlich jetzt nicht besonders viel, 2580 waren es. Das ist jetzt trotzdem immer noch nicht besonders viel für ein 6-Zoll-Gerät. Aber hey, wir sind ja auch in einem Einsteigerbereich. Und ja, das war es jetzt eigentlich auch soweit schon zum Elkartel Pixie 4 6 Zoll. Einsteiger 6 Zoll Handy sieht man nicht alle Tage. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt es uns unten in die Kommentare. Ansonsten freuen wir uns auch über einen Daumen nach oben. Tschüss, das war der Matthias. Auf Wiedersehen.